Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuschauer. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Satisfactory hier auf meinem Kanal TV Gaming Total. Ja, herzlich willkommen. Wo sind wir? Genau, wir sind da, wo wir aufgehört haben. Das wird unsere schwere modulare Rahmenfabrik. Genau, ich laufe noch gar nicht schnell. Hui. Ne, nicht vergessen. Einmal rutschen und springen mit Exoskelett, damit man schnell läuft. Vielleicht habe ja auch nur ich den Fehler. Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Man munkelt noch. Auf jeden Fall, ja. Wir werden jetzt da hoch. Und dort werden wir Fundamente ziehen, weil wir brauchen Platz. Ne? Genau. Fangen wir hier an. Wie haben wir denn hier... Die sind so gebaut. Dann wollen wir auch einheitlich bleiben hier. Ne? Und drehen wir uns die so hin. Ach. Na, auf Supen natürlich umstellen. Und dann ziehen wir erstmal hier so. Ah, jetzt muss ich erstmal überall eine Bahn hier ranziehen. Dann sind die nicht mehr gleich lang. So. Ziehen wir hier immer schön 10 Stück. Ich hoffe, ich habe genug in der Tasche. Ja, sieht gut aus, ne? Jetzt dann. Das sind mehr als 10. Da muss man mal aufpassen. Das sind nur 8. Okay. 8 Stück. Okay, dann gucken wir mal. Ja, ist schon eine gute Größe, aber ich würde sagen. Wir brauchen das noch ein bisschen länger, da wir die ja nicht so breit haben. Brauchen wir mehr Platz in der Länge. Dann werden wir uns mal hier nach dem Speichern. Die Säge schnappen und das Bäumchen hier mal entfernen. Und alles, was hier so uns im Wege steht. Und der Baum, die Busch und diese Busch. Hey, der Busch. Der Busch muss weg. Hier unten, ja, das sieht doch alles noch in Ordnung aus. Ich weiß ja nicht, wie weit wir nach hinten gehen, ne? Vielleicht nehmen wir einfach diesen Busch hier auch noch weg. Zack. Und vielleicht den auch noch. Ich weiß ja nicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Okay, ja, dann bleiben wir gleich direkt unten. Dann vielleicht machen wir dann ja auch gleich... hier noch Dings mit dran, ne? So eine Säule. Dann bleiben wir am besten auf dem Boden. Oh, haben 2 gefehlt. Nee, so nicht hier, ne? Was zur Hölle? Hä? Was habe ich gedrückt? Ich mach mal hier zu. Hä, was war das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das sind mir böhmische Dörfer hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ah ja, guck mal, jetzt habe ich schon keinen Beton mehr. Ich habe noch gerade geguckt. Oh, ist das genug? Ja, das wird schon genug sein. Jetzt muss ich aber einmal schnell Beton holen, würde ich sagen. Na, so weit weg ist das ja jetzt nicht, ne? Ich laufe schnell, schnell in der Lager. Laufe schnell. Ja, okay, ne? Ich würde sagen, ich schneide das kurz einmal raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Ich habe gerade gesehen, ich glaube, der Beton läuft wieder voll an der LKW-Station. Es kam wieder Beton im Lager an. Das hat mich etwas gewundert. Ich weiß nicht, ob das System mit dem LKW noch aufgeht. Also ich habe so das Gefühl, dass der voll läuft mit Beton und das Beton ja auch nicht mehr ab, also den Beton ja auch nicht mehr abgeben kann. Und somit nimmt er ja am Ende auch keine Stahlsachen mehr mit. Also ne, Stahlbetonträger, Stahlträger, Stahlrohre. Das wurde ja alles mitgenommen. Ah ja, also das muss jetzt hier reichen, ne? Also das ist ja massiv hier. Das ist ja ganz extrem hier. Groß geworden.
Ah, das reicht auf jeden Fall. Definitiv. Dann basteln wir uns jetzt hier einen Boden. Damit wir da so eine Säule raufstellen können. Oh, die ist aber hoch, ne? Einen Moment. Nehmen wir mal vielleicht Zweier. Ist auch da, ne? Ne, da ist eine. Das ist gut. Die können dann wieder weg. Na? So. Genau. Und hier müssten wir ja dann easy peasy so eine große Säule raufkriegen. Was ist jetzt los? Warte mal. Stellen wir die mal ab. Kann er die dann bewegen? Ja, ja. Ja, ne? So, ne? Oder so. Ich weiß gar nicht. Die steht immer... Steht die genau auf der Foundation? Ich glaube ja, ne? Die ist so groß wie eine Foundation, glaube ich. Genau. So, ne? Oder guckt die dann raus? Oh, das sehe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die guckt raus oben, ne? Das ist schwer zu sagen. Kann ich jetzt nicht von hier erkennen. Ah, doch, da. Es ist natürlich, blöde. Wobei, wenn wir noch eine zweite Etage raufbauen, ja, es sieht halt einfach ein bisschen doof aus, ne, wenn die da so rausguckt. Aber sieht auch genauso doof aus, wenn die nicht da reinguckt. Egal, ich lasse das so. Die Foundation... Was ist das denn hier für eine Höhle? Immer wo so ein Ding ist, ne? Hier ist zum Beispiel jetzt so ein... Was, wenn das so ein Eingangsbereich ist oder sowas, ne? Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Oh Gott, da kann man bis auf den Boden ziehen. Ne, dann bleibt das einfach so. Und dann machen wir doch auf der anderen Seite eine hin. Foundation, Foundation. Genau, und dann nach unten. Und dann machen wir die wieder alle weg. Das sieht auch aus, ne? Dann markiert er die irgendwie alle nicht und dann irgendwie doch. Und dann machst du sie alle weg. Oh, die ist aber auch groß, ne? Wie passt die jetzt? Ja, genau. Die passt genau auf eine Foundation drauf. Die ist genau eine Foundation groß. Okay. Dann ist ja auch da drüben alles richtig. Aber wie gesagt, da gucken die durch. Aber da kommt ja eh eine... Weit, also so gesehen, eine zweite Ebene darauf. Von irgendwas. Wenn, vielleicht auch das gleiche, ne? Ich weiß noch gar nicht. So, dann bauen wir hier auch. So ein, ist der hier so in der Mitte? Ja, ne? Genau. Hier. Mitte, Mitte. Und der braucht auch mal ewig, ne? Kann man gar nicht weitermachen so schnell. So. Ah ne, wir müssen auf der hier bleiben. Ich kann nicht auf den anderen anknüpfen. Oder ist das genau da? Doch, ne? Das war genau auf der gleichen... Was macht er denn? Nee, es ist woanders. Ja, es ist nicht an der gleichen Höhe. Okay, dann machen wir hier noch irgendwie an der Seite irgendwie, keine Ahnung. Boah, wie viele Foundations sind denn das jetzt? Ich würde sagen, wir machen einfach hier... So. Ja, genau so. So, und noch das Ding da ran. Und das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Ein bisschen weiß ich nicht, was mit reinbringen. Wo ist denn das jetzt? Hier ist es genau auf dem Strich wieder. Ja, ist genau in der Mitte von dem Strich, so. Schade, dass man den nur auf 40 Meter ziehen kann. Ne? Ja, jetzt kann man ja drauf achten. Das sind jetzt 80 Meter. 120 Meter. 160 Meter. Und 165 Meter. So lang ist das hier. Okay. Und dann setzen wir genau hier auch noch einen drauf. Das ist genau über uns. Na, kommen wir da hoch. Und wenn man so blöd steht, dann geht das manchmal nicht, ne? Jetzt möchte er nicht... Hä? Was hat er denn jetzt gemacht?
Jetzt will er. Er will nicht. Hallo? Kannst du bitte. Ich möchte einen Meter höher. Bitte. Hey. Das ist ja. Was für 60. Das kann doch nicht sein. Jetzt, da. Ich glaube, 4 ist gut, ne? Oder guckt 4 durch? Ne, 4 ist genau auf der Kante. Ja. Okay, dann machen wir hier noch dieses Ding damit dran. Okay. Wunderbar. Mal gucken, was sich dann hier so noch so ergibt mit der Zeit. Ich weiß ja noch gar nicht. Vielleicht zieht sich das dann hier noch längs. Und ob wir hier zwischen diesen Ebenen auch noch einen weiteren Laufweg bauen oder. Ich habe keine Ahnung. Kann man jetzt eigentlich schon. Mark 4? Nee, immer. Ach nee, wir müssen ja noch. Das ist ja jetzt gerade hier alles für Mark 4. Ja, guck, da hinten gucken die Säulen raus. Genau. Aber wenn wir halt jetzt eine wegnehmen, dann gucken die nicht mal rein. Das ist ja auch merkwürdig, ne? Da würde ich dann lieber direkt hier nochmal 4 Meter hochziehen. So, und dann. Ich glaube, 4 Meter ist sowieso zu wenig. Und das Ding ist, wahrscheinlich kommen wir ja noch nicht mal auf eine Höhe, richtig? Weil das ja unten immer. Ich reiß das wieder weg. Das müssen wir uns später angucken. Denn die ragen ja unterschiedlich hier raus. Die einen sind plan mit denen, also eben. Und die nicht. Das heißt, wenn wir hier ja aufsetzen und 5 Meter nach oben ziehen oder 4, dann sind wir ja ganz woanders als da. Naja, das schauen wir uns dann nochmal später an. Okay, also wir kommen hier rein. Das ist unsere Lauffläche. Hier ist der Abnahmebereich und hier würde dann die erste Fabrik stehen. Aber wir gehen mal weiter an die Seite. Also Laufweg. Ah ja, okay. Hier geht das ja, hier ist das ja gar nicht so. Stimmt. Hm. Wenn wir dann hier ja noch so eine Ebene drauf haben, dann ist ja hier eigentlich, das ist ja auch versperrt für uns, ne? Fragen über Fragen. Hm. Okay. Dann setzen wir einfach das Ganze. Ich guck mir das einmal kurz mal an, so wie das so aussehen würde, wenn wir hier jetzt einfach mal so eine Säule hinpacken. Und im Endeffekt wird die ja auch mal geschlossen sein, wenn ich dann mal Glas en masse produzieren kann. Genau so ist das ja hier dann. Und wenn wir jetzt sagen würden, hier läuft dieser ganze Splitterkram längs. Einen Moment, bauen wir uns auch mal hier so einen hin. Also einen Splitter. Genau, ich würde sagen. So. Und dann. Nee, der müsste ja sowieso hier stehen. Das ist komplett falsch. So. Weil das Ganze wird ja dann vielleicht so rumlaufen. Das weiß man ja. Also. Ja, das ist ja auch noch eine Sache, ne? Von wo kommen die Teile? Das müssen wir uns gleich alles zusammen überlegen. Genau, das ist eine andere Sache. Ich wollte jetzt schon damit anfangen. Ja, genau, bleiben wir mal bei dem Thema. Wenn wir dann hier längs laufen würden. Genau, dann würden wir quasi diesen Bereich hier aufbrauchen. Kommt man eigentlich hier relativ gut durch, ne? So. Ja doch, das kann man also doch machen, aber es ist halt einfach Schluss, eine vor der Säule. Dann müssen wir mal gucken, wie viele wir von den benötigten Fabriken hier reinbekommen. Das sind dann, das ist die Manufaktur? Nee. Das ist ein Fabrikator, doch, doch, doch. Genau. Dann fangen wir hier links an. Genau, also das war ja dieser Bereich hier mit dem Laufband. Das heißt hier. Hier steht der erste Fabrikator. Und. Ah, nee, siehst du? Nix Fabrikator. Manufaktur. Aber wie, das ist ja auch voll bescheuert, ne? Ich muss jetzt eine Fabrik herstellen. Mit Teilen, die ich eigentlich noch gar nicht produzieren kann. Hä?
Also nicht im automatisiert, ne? Sondern mit der Hand. Das ist ja auch gemein, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir erstmal ein bisschen Kunststoff holen und hier die schweren modularen Rahmen einmal mit der Hand produzieren. Genau. Dann gehen wir einmal gucken, ob wir hier schon alles haben. Ich weiß gar nicht. Um modulare Rahmen herzustellen. Schwere. Da. Ne, wir brauchen ein paar Schrauben. Ja, okay, dann laufen wir einmal kurz zurück zum Lager, weil dann können wir da alles gleich herstellen. Dann spule ich den ganzen Apparat einmal vor hier. Und dann sehen wir uns gleich im Lager. So, zurück im Lager. Dann würde ich sagen, holen wir uns einmal das, was wir brauchen. Wir brauchen künstlichen Stoff. Zwar nicht so viel, aber ich nehme das hier einfach mal mit. Und wir brauchten Schrauben. Ah, sowas lagere ich gar nicht ein, ne? Weil ich doof bin. Das heißt, wir brauchen Eisenstangen, um kurz ein paar Schrauben selber zu machen. Oder? Nee, das ist Kunststoff. Ich habe mich schon gefreut, ich habe irgendwas Blaues gesehen. Ist auch komisch, ne? Dass man Schrauben produziert in einer Kunststoffschale, obwohl man keinen Kunststoff dafür braucht. Ja, ja. Die kleinen Feinheiten. So. Schwere modulare Rahmen. Genau, die Schrauben. Guck mal, 4800 Schrauben kann man sich aus diesen, weiß ich nicht, 1000 Eisenstangen da machen oder wie viele ich habe. 1100, 1200 hatte ich. Ja, guck mal, was haben wir jetzt hier? Wie viele braucht man? 100 Schrauben für einen modularen Rahmen. Boah, ey. Also die Schraubenproduktion ist, weiß ich auch noch vom alten Speicherstand, die artet so extrem aus. Das ist echt krass. Auf jeden Fall. Weil du kriegst ja verhältnismäßig wenig raus. Ne? Ich glaube, eine Manufaktur oder ein Manufaktor. Die Betonung ist wichtig. Manufaktor. Produziert, glaube ich, 2 Stück. Oder 1,5 oder 2,5. Oder irgendwie so ein Blödsinn. So eine ganz krumme Zahl. Komm, jetzt können wir erst 2 schwere modulare Rahmen herstellen. Das dauert ja ewig. Ich werde das Ganze mal einmal vorspulen, weil wir brauchen echt ein paar von den Rahmen. Bis gleich, Leute. So, das war's. Fertig ist die Laube. Das heißt für uns, wir werden zurück. Und dann ist die Idee, dass wir jetzt die modulare Rahmenfabrik einmal setzen. Also die Betonung ist ganz wichtig. Manufaktor. Nicht Manufaktur. sondern Manufaktor. Und genau. Wenn wir den Grundstein gesetzt haben, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir den benötigten Kram rankarren. Und wahrscheinlich müssen wir dann auch jeweils die benötigten Produktionen erhöhen, weil im Moment läuft ja alles so, wie es sich gehört. Ne? Also ich produziere nur das, was ich auch benötige, weil an den meisten Stellen kann ich ja eh nicht mehr abführen, weil wir sind immer noch begrenzt auf Mark 3. Wer hätte es gedacht? Ein Applaus für Mark 3. Ja, danke. Vielleicht werde ich an der Stelle dann einen Applaus mit einschneiden. So, zack, zack, durch alle Türen durch. Ne, wir sind schon zu weit, ne? Das ist da hinten. Ah, halt. So, hier einmal links, rechts. Kombination hier, zack. Und dann hier nochmal durch. Da sind wir auch. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht noch auch... Also man kommt ja nur in das Gebäude rein über dieses Gebäude. Ob wir das so lassen? Ich weiß noch nicht. So, hier waren wir. Ja, fangen wir jetzt auch bei links an? Ja, ne? Wir fangen bei links an. Das war dann... Boah, es ist aber auch ein Apparat, ne? Guckt euch das an. Boah, das ist hier... Das wird hier... Eine ganz komplizierte Sache. Okay, also, das werde ich ändern. Wir brauchen mehr Platz. Das ist unser Bereich hier. Das ist deren Bereich. Und hier fangen wir erst an mit der Manufaktur.
Weil wir müssen ja viel mehr Teile annehmen können. Genau. Und dann... Ja. Boah. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert gerade, weil ich mir das Teil gar nicht so groß in Erinnerung hatte. Der ist gerade ein bisschen überwältigend. Okay, also. Ich setze es mal kurz weg. 1, 2, 3. Und dann würde ich die hier setzen. Und... ob ich 2 an der Seite freilasse? Also... Nee, ich glaube, ich gehe sogar hier hin. Genau, dann setzen wir die hier einmal ab mit H. Und gucken uns das mal an. Weil hier werden ja viele Laufbänder kommen, ne? Ich weiß ja noch gar nicht, wie wir das hier hermachen. Ob ich die unterirdisch hole, wie dann die Weiterführung auch ist, ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also auf jeden Fall muss die schon mal weiter nach rechts. So, genau. Dann kann die einen weiter nach vorne. Aber dafür sitzt die natürlich nicht mittig, ne? Das ist natürlich complicated, wenn man zum Beispiel Fenster benutzen möchte hier, um Teile hierher zu holen. Dafür müsste die ja wirklich hier sitzen. Dann ist die ja genau mittig, ne? Das sind ja dann links und rechts das Fenster. Dann guckt die da einen rüber und die guckt auch da einen rüber. Ja, okay. Das ist dann aber auch richtig, ne? So muss die sitzen. So muss die sitzen, genau. Dann hat man ja trotzdem hier genug Platz. Okay, dann setzen wir jetzt erstmal eine. Und die hat jetzt gefressen 1, 2 Foundations. Das heißt, wenn wir hier direkt eine ransetzen, 1, 2 Mitte, 1, 2 Foundations. Dann haben wir hier ein bisschen zu viel Platz, ne? Da könnten wir dann auch keine dritte mehr nebenpacken. Okay, dann reiße ich die nochmal kurz ab. Und dann schieben wir die ein weiter. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 Foundations Platz. Und wenn wir jetzt nochmal 2 abziehen für die nächste, also dann haben wir nochmal 1, 2 und dann haben wir 1, 2, 3, 1, 2. Ne, jetzt haben wir hier 3 Platz und da 4, ne? Ja, okay, anders geht es nicht. Ja, okay, wir können. Nee, dann sind wir ja wieder nicht mittig. Ne? Falls wir mit Fenstern arbeiten. Oh, ey, ich weiß es gar nicht. Leute, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept, ne? Breiter machen? Vielleicht einen breiter machen? So dass sie auf jeden Fall 3 Stück nebeneinander passen. Also wir brauchen ja 3 Foundations Platz an der Seite. Das heißt, wir brauchen 2, 4, 6 Foundations. Und hier brauchen wir wieder 1, 2, 2 noch dazu, ne? Ne, eine. Also wir müssen es um eine erweitern. Um eine einzige erweitern. Okay, dann erweitern wir das hier kurz um eine. Das ist ja nicht das Ding. Können ja auch, wenn wir wirklich hier jetzt kleinlich sind, noch unten auch noch das versetzen. Wobei, das muss gar nicht sein. Das steht ja trotzdem hier auf den... Genau, dann können wir das hier ordentlich ersetzen, weil dann kriegen wir jetzt 3 nebeneinander. Und das ist ja schon mal gut. Dann lassen wir uns jetzt die 2 hier... Platz, das war wichtig, ne? So. So. Dann könnten wir hier noch eine nebensetzen. Aber die ist nicht mehr mittig. Warum? Okay, dann verwerfe ich das auch mit den Möglichkeiten, das Ganze mit Fenstern offen zu lassen. Also für Fenster offen zu lassen. Dann setzen wir jetzt einfach so die Fabrik hier hin. Also das ist echt jetzt ein Kauderwelsch geworden, ne? Ich bin einfach aus dem Konzept gekommen, weil ich einfach so überrascht bin davon, dass die so groß war. Ich habe die gar nicht mehr so groß in Erinnerung. Nur man braucht ja auch ordentlich Platz hier vorne, um den ganzen Blödsinn hier ranzukarren. Aber man könnte natürlich auch eine unterirdische Verteilstation bauen. Das ist ja nicht das Problem. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich glaube, das ist einfach zu dicht hier. Ja, okay, wir lassen das hier
zwei Stück frei. Genau. Ich lasse jetzt zwei frei. Ja, genau. Oder nee. Doch, ich lasse nur doch frei. Ich lasse doch drei. Ja, doch drei. Doch, 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 doch. Okay. Dann, ja. Eigentlich kann man jetzt gar nicht richtig weitermachen, weil man muss sich jetzt erstmal Gedanken machen darüber, was hier abgeht. Wie wir den Kram hierher holen und was wir alles brauchen. Also modulare Rahmen, Stahlrohre, Stahlbetonträger und Schrauben. Das heißt, wir müssen ja auch jeweils die Produktion von den ganzen Sachen erhöhen. Und die hängen ja alle miteinander zusammen. Ne? Das wird ja voll das Gewusel. Das müssen wir nach und nach abarbeiten. Also, ne, alles, was da miteinander zusammenhängt. Zum Beispiel Schrauben brauchen Rohre. Und auch die modularen Rahmen brauchen Rohre. Und die brauchen aber auch verstärkte Eisenplatten. Und die verstärkten Eisenplatten, die brauchen auch Schrauben. Also das heißt, wir brauchen man noch mehr Rohre. Ihr wisst, wo das hinführt. Das brauche ich euch ja nicht erzählen, ne? Der ein oder andere zockt bestimmt schon Satisfactory. Von daher würde ich sagen, hier ist erstmal Ende. Und ich mache mir erstmal so ein bisschen Gedanken, was so abgeht, wie wir die Teile hier richtig herkriegen. Genau, und wir sind sowieso so extrem beschränkt durch das Mark 3 Laufband. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich will endlich Mark 4 haben. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wem es gefallen hat, der lässt ein Like da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und ja, bis denne. Ciao, ciao.